Ferien haben wir noch nie gehabt auf dem Auto. Jetzt, komischerweise habe ich so ein kleines Déjà-vu momentan. Derzeit ist wirklich so bei uns, dass man seitdem das KW BWS gekauft hat, seitdem haben... Extrem viele BWS-Räder hier. Gell? Also ist doch irgendwie... Das ist doch irgendwie... Ne? Mega geiles Rad, muss man echt sagen. Gefällt mir richtig gut. Vor allem das Maß ist 9,5 vorne. Bestimmt 12 oder sowas hinten oder 11 mal 20 hinten. Also, und dann natürlich Michelin Pilot Sport. Ich habe schon meine Cup. Nein, Cup hat er nicht, aber Michelin Pilot Sport. Also richtig so auf die Geschichte gebaut. Das Auto hat die Firma Lightweight gebracht, weil die bei uns hier in der Gegend sind, machen ein bisschen Urlaub. Der Chef und die Frau sind bei uns gewesen und haben das Auto gebracht. Die haben das Auto umgebaut. Ist für uns eine V3 oder ein DDC Plug and Play Version mit HLS, weil der Kunde ihm gesagt hat, ihm ist ganz wichtig, weil eben dadurch, dass sehr viel Carbon verbaut dran ist bei der ganzen Geschichte, dass er gesagt hat, er möchte auf keinen Fall irgendwie Bodenkontakt haben. Und heute haben wir TÜV bei uns im Haus, machen wir das Ganze auch gleich TÜV, weil das ist natürlich absolute Sonderanfertigung. DDC Plug and Play und dann zusätzlich noch mit HLS. Wir sollen auch noch 2-3 cm ein bisschen tiefer machen, das Ganze. Werden wir auch definitiv. Werden wir noch mal vorne ein bisschen umbauen, weil wir noch eine andere Lösung gefunden haben. Das heißt, Endlösung, es soll so werden, wie es jetzt hinten ist. Man merkt, es ist hinten jetzt vielleicht ein Zentimeter tiefer als vorne. So werden wir das definitiv auch anpassen, das Ganze. Auto hat sehr viel Carbon. Cabrio kennen wir ja, haben wir ja von unserem Spezl auch das Cabrio von Mario. Haben wir auch schon abgefilmt. Finde ich richtig geil. Also, ja, was will man mehr? Also, Auspuffanlagen technisch auch natürlich original M-Endrohre mit Carbon, wahrscheinlich auch die originale Auspuffanlage drunter. Wahrscheinlich, man weiß es nicht. Also finde ich richtig, richtig gut. Und Daniel, der Kunde ist jetzt leider nicht da, dass er uns das hätte uns natürlich ein bisschen mehr erzählen können, weil die Jungs von Lightweight haben halt das Auto jetzt gebracht, haben gesagt, hier TÜV machen, da noch vorne einen Zentimeter tiefer, da haben wir eine Sonderanlösung jetzt noch extra machen lassen für die ganzen Modelle, für BMW M2, M3, M4, dass man hier ohne Stutzumlager-Geschichte, wenn jemand sowas haben möchte, in der Variante 3 oder in der DDC Plug-and-Play-Version mit HLS, dass man das auch dementsprechend in einer Tiefe hinkriegen, die wo halt definitiv auch passt. Deswegen haben wir da nochmal angelegt, haben wir spezielle Adapter gefräsen lassen vorne, dass wir das hinkriegen, dass das auch funktioniert. Mittlerweile ist es Abend geworden, wir sind zurück aus Linz. Wir müssen uns entschuldigen, dass wir vorhin abrupt das Ganze abgebrochen haben. Deswegen sind wir jetzt zurück. Es ist 8:30 durch abends. Wir haben ein bisschen Überstunden heute gemacht, weil wir natürlich sehr viel unterwegs waren, heute sehr viele Informationen gesammelt haben, Videos gesammelt haben, Kontakte gepflegt haben und. Ein bisschen Fahrwerke ausgeliefert haben und so weiter und so fort. Währenddessen ist natürlich bei uns in der Werkstatt extrem viel los gewesen heute. TÜV war im Haus, Autos sind abgeholt worden, Autos sind gebracht worden. Und dieses Auto, was gestern von der Firma Lightweight oder heute sogar erst gebracht worden ist, ist jetzt fertig. Vorhin haben wir ja noch erklärt, dass wir noch ein bisschen was ändern. Das haben wir jetzt gemacht, zu hinten und zu vorne. Ich würde mal sagen, wir können auch Performance, weil die Tiefe ist jetzt, sage ich jetzt mal, schön, schlicht, performance-technisch maximal. Weil ist jetzt auch HLS unten. HLS unten. Wir können HLS gerne mal betätigen. Ist beendet, somit können wir uns auch normal unterhalten. So ist unten.
Und das finde ich halt schon mega. Passt perfekt, stimmig, alles super gemacht, Simon, definitiv. Was ist jetzt verbaut? Nochmal zusammengefasst, gepfeffert KW, DDC Plug and Play, das heißt anstecken, alle deine Möglichkeiten, die du serienmäßig hast, weiter nutzen können und zusätzlich HLS-Kit. Ist Original KW so nicht möglich, nur mit unserem System, so wie es wir extra gebaut haben. Und dadurch funktioniert das Ganze auch. Einfederweg, Ausfederweg, performance-technisch. Warum performance-technisch? Auto hat maximale Leistung bekommen, 750 PS, 900 Newtonmeter. Bam! Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Also ich hätte schon gesagt, das ist eine Hausnummer. Für einen Heckantrieb, trotz mit dem BWS LM. 317. Genau, 317. Ich habe jetzt gesucht, wo geht es jetzt wieder? Ich wollte schon 316 sagen, aber wird es bestimmt 100 Jahre nicht gehen. Finde ich richtig stimmig. Bisschen so angedeutet an die FIR mit den ausgefressten hohlen Speichen oder auch E89-Style. Wie wir schon gesprochen haben, in 9,5 und 11 mal 20. Vorne zu 65, 30, 20 hinten im Teilsport. Und hinten haben wir bestimmt, ich sollte jetzt fast schon mit 3,5 gesagt, ist ab 295, 30, 20. Also performance-technisch denke ich, ist das das Maximale, was man hier rausholen kann. Wir haben natürlich auch die Jungs Ladungskühler geändert, Ansaugung geändert, Auspuff geändert, Downpipe gemacht, Software gemacht und. Und dann können wir natürlich jetzt mal kurz reingucken. Einmal bücken, zweimal drücken bzw. entzücken. Heute sind wir aber wieder witzig. Fritz and Hits. Was für ein Witz. Das ist so, ja. Ui, Carbonhaube, die geht natürlich gleich mal steil. Ja, Eventuri-Ansaugung. Wer kennt es nicht? Hä? Also, carbontechnisch ist natürlich das schon immer eine richtig brutale Hausnummer. Wenn du da reinguckst, hä? Kühler drin, auch alles lecco mio. Ja, da sind schon viele Teile drin. Also man merkt schon, wenn man da reinguckt direkt, da wird schon richtig was gemacht. Ölkühler, größere und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, finde ich eine geile Nummer. Auch von der Kühlung her, auch mit dieser Haube, die originale Haube, du musst aufpassen, weil die so klein ist. So leicht ist. Richtig geiles Gefährt. Also wie gesagt, das kann man natürlich auch in dieser Version bei uns in der Variante 3 haben, wenn man das möchte, sage ich jetzt mal. Könnten auch das bestehende Variante 3, wenn du vorbeikommst, umbauen. Aber das Auto muss ja sowieso bei uns stehen, weil HLS-Geschichten machen nur wir bei uns im Haus. Geht in der Variante 3, geht in der DDC Plug-and-Play-Version und genau, in der Tiefe, so wie wir es jetzt hier haben. Ja gut, das war eigentlich das kleine, feine Video. Jetzt machen wir auch mal Feierabend, verdienterweise, wobei wir auch viel gegessen haben heute. Muss ich schon ehrlich sagen, wir waren halt sehr ungesund unterwegs. Vormittags bei uns gleich die bayerische Spezialität an einem Freitagvormittag, wer kennt es nicht. Wir würden sagen, in Baden-Württemberg werden sie sagen, Fleischkässemmel, bei uns heißt Leberkässemmel in warm. Haben wir es natürlich ganz kurz schnell mal zelebriert. Und dann waren wir natürlich unterwegs, dann auch noch schnell an der Tanke und dann nach Hause noch zum Burger King vorbei. Ha, haben wir wieder alles richtig gemacht, haben uns wieder tausende von Kalorien eingestopft und sinnlos nur im Auto gesessen. Da wirst du im Sommer einen Motorradanzug einpassen. Ich denke, dass das aussieht wie eine Pellwurst. Aber, oder vielleicht eine Weißwurst, die drei Tage in der Sonne gelegen ist. So sieht das aus, wenn ich mit einem Anzug unterwegs bin. Genau. Nee, schaffen wir wieder. Nächste Woche geht's wieder los. Ha? Corona ist vorbei, alles super, Wetter wird geil, es wird ein bisschen wärmer, dann kann man auch sich wieder ein bisschen bewegen. Also, in diesem Sinne, macht es gut, es war wieder mal schön mit euch und nächste Woche geht es natürlich wieder weiter. Wir haben ja schon gesagt, zack, 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 jetzt kommt ja einiges. Also, bis dann, macht es gut. Servus, Havadere.